Verkaufsautomat. Du bist ein Munitionsautomat. Nicht die Art von Shop, die ich erwartet hätte. Ich nehme einfach mal einen hiervon. Der Big Daddy-Anzug verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Okay. Bin ein Big Teddy Helm. Jawohl. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Wenn mein allererster Stream war, ach du grüne Neune, das kannst du. Also mein allererster Stream war, glaube ich, noch 2013 oder 2014. Und jetzt Stream seitdem. Ist eine gute Frage. Was habe ich denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, Mai diesen Jahres habe ich damit angefangen. Ich glaube, Mai diesen Jahres war das. Da habe ich, glaube ich, meinen ersten Stream gehabt. Also man kann es auf YouTube verfolgen, nämlich was ich mache, wenn ich ein Stream-Video hochlade, dann packe ich immer unten in die Beschreibung rein, von wann der Stream war. Ne, dass man da selber so eine ungefähre Ahnung hat, wie lange man da jetzt was, oder von wann man was verpasst hat. So, drücke ich, um deine Waffe zu laden. Vielen Dank, Spiel, aber Waffe laden kenne ich sogar. Du musst sie aus ihrem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Wo ist hier ein Lüftungsschacht? Ich sehe den gerade nicht. Ach da, bäh. Och, ne Escort-Mission, willst du mich verarschen eigentlich? Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt gelobt und toll gefunden, aber jetzt eine Escort-Mission. Nein. Shot zum Trainingsgelände. Ah, oh, doch keine Escort-Mission, seid ihr denn komplett deppert? Das wäre für mich jetzt sogar ein Grund, den Stream einfach zu beenden. Einfach sagen, nö, gibt keine Escort-Mission. Aber das ist jetzt das letzte Gebiet, ne? Die Kleinen werden sich sofort einführen. Aber du musst ihr Beschützer sein. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ich werde jetzt deswegen auch gerade richtig ruhig, merke ich. Sei froh, dass du die hast. Ey, nö. Alles, was mit Beschützen zu tun hat, ist halt einfach mal Grütze. Oder gibt es hier noch andere Big Daddies, die quasi sie beschützen? Mach die Tür auf, Mädel. Komm, Mr. Bubbles. Ja, ja, halt den Mund. Hab eine bessere Lebensanzeige. Komm,
gehen wir! Diese Story über meine Frau und mein Kind habe ich nicht reingelegt. Oh, meine arme Soldat. Oh, mein kleines Baby. Bist du stehen geblieben? Bleibst du stehen, wenn ich vorrenne? Die ist... Warte, die Kamera ignoriert mich gerade, oder? Die Kamera ignoriert mich ja richtig. Heißt das, die wird auch auf einen normalen Gegner jetzt anspringen, oder... Okay, ich bin froh, dass die Dinge für... Warum höre ich jetzt Schreie? Och, sag nicht, dass ich sie jetzt befreien muss. Beschützen muss, während hier... Okay, die kommen nur von hier links. So. Ich hab... Ja... Warum kommen hier immer mehr Gegner raus? Wie kommen die überhaupt hier raus? Ist für mich jetzt die Frage. So, weil eigentlich... Wurde doch gesagt, das ist nur eine Tür, die mir eine Little Sister öffnen kann. Oder ist die Tür quasi offen? So, ja, dann geh kaputt. Ich habe keinen Bock, diese dämliche Escort-Mission zu machen. Verschwindet... Oh, halt den Mund, ey. So, geht doch. Sie zapft hier Adam ab. Ist mir doch Wumpe, ob sie Adam abzapft oder nicht. Ich will, dass sie nicht hier ist. Ich finde, jedes Spiel, was eine Escort-Mission hat, wo jemand sterben kann, ist eine Scheiße. Sache. Ja, vielen Dank dafür. Das habe ich schon gemerkt, Tenenbaum. Hättest du denen das nicht komplett aus dem genetischen Code rausziehen können? Jesus Christ. Dämliche... Ah. Ah. So, ich hole mir jetzt einfach hier die Sicherheitsroboter noch dazu. Und dagegen könnt ihr nichts tun, ihr Roboter, ihr Dämlichen. Warum könnt ihr nicht automatisch die Little Sisters beschützen? Warum kann ich nicht noch einen Big Daddy-Kumpel haben? Big Buddy? Warum muss ich das machen? Gott verflucht. Ich bin okay damit, gegen irgendwelche verrückten, wahnsinnigen Menschen anzugehen, ne? Und denen Blei ins Gesicht zu pfeffern, aber ein kleines Kind beschützen, ne? Da bin ich die falsche Person für. So, den einmal einen erwischt. So, könntet ihr... Wobei, ich muss ja gestehen... Ist das Ding ein Flammenwerfer? Ich glaube, das Ding ist ein Flammenwerfer. Es ist angenehmer... ...ganz gestohlen. Es ist angenehmer, gegen die Mili-Typen zu verteidigen. Muss ich gestehen. Weil die nicht auf das kleine Mädel schießen können. Unglücklicherweise geht mir gerade mein Schrot aus. Ich habe nur eine Antipersonenkugel. Schatten will also keinen Nachwuchs. Nein. So, komm mal ran hier. Ich muss dich auch nochmal hacken. Ich möchte keinen Nachwuchs haben. Finde, zum einen glaube ich nicht, dass ich ein gutes Elternteil werden würde.
Zum anderen habe ich nicht die Nerven dafür. So, ich habe nämlich zum Beispiel gerade keine Nerven darüber, wie meine Nachbarn betrunken durch die Straßen gehen, jetzt brüllen und sich freuen. Hört auf, euch zu freuen, ich habe hier eine Squad-Mission, die ich spielen muss. Komme ich nochmal da hoch? Nee, ne? Das ist unglücklich. So, kann ich da irgendwie das noch retten? Nee, ne? Auch nicht. Tja. Halt gar nicht, oder? Ich such grad. Ich kann halt nach unten gehen, ja, aber ich komme von hier nicht mehr hoch, ne? Ach doch, tue ich. Ich bin auch ein bisschen sonderblöd. Eieiei. So, ist das hier wenigstens ein Checkpoint, den ich dafür bekomme? Komm, Mr. Bubbles. Schau, öffnen wir mal die Map. Wie weit muss ich... Oh Gott, ey. Nein, so weit, ey. Da ist ein Big Daddy. Will der Big Daddy jetzt mich bekämpfen? Haben die da irgendwie so... Gehen wir, Mr. Bubbles! Komm, gehen wir! Auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture. Ja, ich gehe mit dir. Ach, guck mal, ich kann dich nochmal hacken. Ich bin sehr froh, dass die Dinger halt mich vollkommen ignorieren, jetzt wo ich ein Big Daddy bin. Und ich die friedlich hacken kann. Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich ein guter Aspekt. Ja, das hätten jetzt viele Spieler einfach sich so gedacht, jupp, hast du jetzt hier eine Escort-Mission, hast du Pech gehabt, schau doch zu, wie du zurechtkommst. Aber das hier sagt dann sogar noch wirklich, ey, komm, ist eine Escort-Mission, wir sind hier auf deiner Seite. Kriegst du das so? Gehen wir, Mr. Bubbles! Darf ich vor dir herlaufen? Ich würde dich... den darf ich nicht looten. So. Den muss ich auch nochmal hacken. Das ist nämlich ein Raketenfreund. Und Raketenfreunde machen großes, großes Bum-Bum-Aua an Gegnern. Das, was mir am allermeisten Spaß macht. Für die Gegner. Natürlich. Gut. Dann hier uns einmal ein zurecht... Bup, bup, bup. 7. Ich bin soweit. Das ist ein Verbandskasten für mich. Gut. Und Geld dann immer rausgezapft. Ah, da ist irgendein... Ich höre den Gegner doch schon. Ich glaube, wenn ich hier alles nach und nach hacke, habe ich eine größere Chance und Möglichkeit, das hier zu überleben. Ich hoffe es zumindest. So sehe ich das Spiel an. Ich will nur eine Chance haben zu überleben. Ich will doch hier nur raus. Da hat man mir jetzt irgend so ein komisches Gerät in den Rachen gerammt, ne, damit ich eine tiefere Stimme habe. Aber das will ich doch alles gar nicht. So, dich und dann brauche ich noch einen, der... deine Form hat. Ich bin gerade nicht so weit. Wo bist du, Mädel? Okay, Fontaine fängt an, sich zu splicen. Ich habe das Gefühl, das wird nicht gut enden. Ich bin soweit. Warum kann ich sie eigentlich nicht heilen? So, mal jetzt mal Tacheles geredet. Ernst gemeinte Frage hier. Großes Bum-Bum-Aua. Warum heilt sie sich nicht? So, weil es wurde doch gerade gesagt, oh, die sind praktisch unzerstörbar. Ja. Wenn du praktisch unzerstörbar bist, dann sehe ich das nicht so als... Ne, solltest du auch praktisch unzerstörbar sein und nicht
Ja, aber wenn es hier um eine Escort-Mission geht, ne, dann hat sie einen Lebensbalken. Gib's doch zu, Spiel. Du wolltest einfach nur irgendwie rechtfertigen, dass man die nicht töten konnte als Spieler. Komm, gehen wir. So. Ist jetzt so viel Hacken, was ich hier machen muss und möchte auch. Es ist ja nicht nur, oder ist ja eigentlich kein Musterspiel, hängt mir jetzt ja nicht die Pistole an den Kopf und sagt, Hack. So, sondern das ist ja meine Wenigkeit, die hier herumgeht und sagt, boah, ich habe keinen Bock, dass die Maschinen doch die Arbeit machen. Nicht nur bestimmt, ich habe sie gefunden. Ich finde es komisch, dass sie halt die gesamte Zeit sagt, gehen wir, Mr. Bubbles. Sie sich aber hier mit der, mit dem Sammeln. Ja, ich finde, da hätte man dir noch eine zweite Voiceline geben können. Bist du wirklich so weit oder bist du erst so weit, sobald hier wieder alle Gegner mal tot sind? Wie geht meine Antipersonenmunition aus? Ich bin soweit. Ja? Jetzt wirklich? Jetzt wirklich. Okay. Hey, hier ist wieder dieser Bär. Den haben wir ja schon mal gesehen. Pop, pop, pop. Einmal leer räumen. Da ist nochmal MP. Keine Antipersonenmunition leider. Da ist ein Sicherheitsnotschalter. Für weiß ich nicht was. So, da ist nichts. Ist jetzt die Frage, ist jetzt wirklich aggressiv auf mich eingestellt? Ja, ist er. Jupp, der war aggressiv auf mich eingestellt. Baloo? Ah, ja, Baloo. Hallo, Baloo. Okay, hier sind nur Kontaktminen. Ja, warte, ich muss hier nochmal ganz kurz looten. Darf ich... Bitte... Oh, lass... Warum kannst du nicht geheilt werden, Mädel? Was ist, wenn sie stirbt? Ist es jetzt wirklich schlimm, wenn sie stirbt? Oder wie schaut das aus? Wenn es wirklich schlimm ist, dass sie stirbt, dann werde ich richtig wütend. Wenn ich mir mal die Map angucke. Wo sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Ach, wir sind kurz vom Ziel. Nein, sind wir nicht. Oder? Hier haben wir erstmal Feuer. Okay, wir sind am Ziel. Nice. Hier habe ich quasi nochmal alles. Okay, schlaf gut. Kommentar des Regisseurs gefunden. Gehen wir, Mr. Bubbles. Hast du nicht gerade gesagt, du möchtest schlafen? Endlich, begleite die Little Sister. So, du musst die Nadel der Little Sister benutzen, um Fontaine sein Adam herauszusaugen. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Okay. Ich nehme das gleich auf. Okay. Auch wenn ich mich jetzt schon viel darüber beschwert habe, quasi instant, es war jetzt nicht die schlimmste Sache. Ich gebe es ja zu. War jetzt quasi wie beim Arzt, wenn dann gesagt wurde, und war das jetzt so schlimm? Hat das jetzt so sehr wehgetan? Nein, hat es nicht, aber es hätte trotzdem nicht sein müssen. So. Hacken wir dich mal ganz kurz. Ich möchte nämlich nochmal ganz kurz Schrot
Antipersonen. Nice. Muchas gracias. Ja, dann gehen wir jetzt hier einmal wieder herum. Hoffentlich können wir das auch, ohne dass wir abgehalten werden. Sehr schön. Vielen Dank dafür, Spiel. Hier hoch, ein nach rechts. Und ein geradeaus. It's the final countdown. Für meine Blase so langsam auch. So, Schrot, das sind nochmal MG-Patronen. Okay. Also hier auch nichts mehr so wichtig. Ich nehme nochmal eine E-Spritze mit. Hm. Oh, sag das doch nicht so. Na, worauf wartest du, hä? Nimm die Nadel. Please. Klingt direkt so, als würde man zum Drogenabhängig werden. Los, nimm. Ich weiß, du möchtest. So, ich schau mal ganz kurz. So, das sind 13 Panzerbrechen, 106 Antipersonen. Kann ich noch ein bisschen Antipersonen bauen? Nö, ich kann Panzerbrechen bauen. Jupp. So, dich würde ich auch gerne auf Feuer. Bop, 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 bop. Machen wir ein bisschen mehr Explosivschrot. Wie viel können wir davon halten? Okay, damit haben wir jetzt welche auf dem Boden liegen. Das ist aber okay. Wärmesuchend ist, glaube ich, okay. Dich würde ich ganz gerne auf Antiperson... Ja, da kann ich ein bisschen was basteln. Da haben wir jetzt sogar ein bisschen was auf dem Boden liegen. Ach, wir können nur 24 Antipersonen insgesamt haben. Ja, gut. Mama, Mama. Ein kleines Kind... Ups, ein kleines Kind möchte, dass ich eine Nadel nehme. So, Film, Splittergranat. Ja! Ja, ist ja gut. Ich wollte nochmal ganz kurz meinen ganzen Slowdown machen. So. Upp. Hier gibt's keine Vita-Chamber, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, hier gibt's keine. Das bedeutet, ist eine Frage, was passiert? Speichern, das passiert. Das passiert. Und ich kann es hiermit sagen, das Spiel hat so viel weiß zwei Enden. Jo. Das wurde mir auch gespoilert. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Puh. Es gibt sogar drei unterschiedliche Enden, Bühli. Wurde mir gesagt. Aber was genau der Unterschied ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ne, wenn wir gleich das Ende erreicht haben, können wir das ja nachschauen. Jetzt würde ich ja direkt davor gespeichert nochmal. Ja, jetzt. Diese Maschine wurde gerettet und steht jetzt auf deiner Seite. Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Entzieh, Adam. Eieiei. Au. Au. Okay. Au. Ich muss mal ganz kurz nachladen, Entschuldigung. Verzeihung, ich muss nur mal ganz kurz nachladen. Bitte nicht bitch slammen. Ich sagte bitte nicht. Chance aus!
Machen wir nochmal so. Ich glaube. Au. Kann ich. So. Warte, ich muss mal ganz kurz. Du scheinst jetzt gerade auf Eis getrimmt zu sein, also benutze ich mal Feuer. Ich glaube, das hilft mir. So. So, zwei. Auf was bist du jetzt? Okay, du bist auf Elektro. Ich bin der kleine Motte, wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, woran ich da hing. Achso, an irgendeinem Gegner. Okay, der Chemowerfer ist eine sehr gute Waffe. Au. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf gedrückt habe. Also... Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. So, das war Bioshock. Okay. Ein interessanter Ritt von einem Spiel, muss ich sagen. Zuallererst hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Ne, bevor man jetzt irgendwie eine falsche Idee bekommt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Spiel. Oh Gott, das Ding ist gerade ziemlich laut. Ja, wo fange ich an? Also das Spiel ist ja aus 2007, haben wir ja im letzten Stream festgestellt. Und für 2007 ist Game Design technisch alles großartig, also ist ziemlich gut. Storytelling ist großartig, meiner Meinung nach, ne, dass man auch vieles eigentlich nur über die Tagebücher herausfindet, ne, mit dem drumherum, was mit Rapture geschehen ist und sowas. Das Gegnerdesign ist ein bisschen... Ja, es gibt halt nicht unbedingt viele Gegner. Wir haben halt die Leadhead-Splicer, die Spider-Splicer und noch irgendwie zwei oder drei weitere, also fünf Gegner plus halt Big Daddy, die halt immer nur wieder einen Reskin bekommen haben. Bisschen schade, aber ne, wie gesagt, Spiel von 2007, also dementsprechend kann ich mich da auch nicht groß beschweren. Die haben ja auch immer wieder unterschiedliche Skins gehabt, je nachdem in welchem Gebiet sie sich befinden, was ja auch
hätte man in einem Spiel von 2007 eigentlich nicht erwartet. So sehe ich das. Ja. So ein, zwei die designtechnische Dinge haben mich doch schon noch genervt. Ne? Zum Beispiel das mit dem U-Invent, dass man nicht gesehen hat, was man, wie viel man von einer Sache hat und man das dann einfach im Boden wirft. Ist aber so Kleinigkeit. Oder halt beim Hacken. Ne? Wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe, wir haben da einmal eine Sache gehabt, die nicht lösbar gewesen wäre. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das häufiger passiert, ne, oder sonst irgendwas. Ist uns ja auch nie wieder passiert, aber wir haben unsere Tonika auch verbessert. So, dementsprechend ist die Frage, liegt das jetzt an den Tonika, dass die verbessert wurden, oder an etwas anderem? Dann einfach sagen wir irgendwie ein Overflow oder sowas, oder ein Bit war einfach falsch am Ende des Tages. Ist jetzt für mich die Frage, ja, nein, vielleicht. Ich. Aber das ist auch nur so eine Kleinigkeit. Dann definitiv, habe ich jetzt mich ja gerade ganz viel drüber weinen hören, war die Escort-Mission. Die hat sich wirklich angefühlt, einfach nur als wäre es so eine Verlängerung der Strecke. Oder einfach um die Spielzeitstreckung. Ja, nicht schlimm. Ciao, Sasuke. Cones Masterpiece, unglaublich schön. Persönlich, meiner Meinung nach, gibt es keinen Grund, eine Escort-Mission zu haben, wo dein Mitglied sterben kann, insbesondere wenn KI nicht unbedingt ausgereift ist. Aber komm, mit diesem ganzen kleinen Markt, würde ich das in einem Score packen wollen, würde ich Bioshock 1 höchstwahrscheinlich 7 von 10 oder 8 von 10 Punkten geben. Die Charaktere waren großartig. Man hat sich wirklich, oder ich habe mich in panischer Angst gefühlt, weil alles um mich herum unbekannt ist, weil wir sind unter 9 Kilometer unter dem Meer und einfach von dem grotesksten aller Wesen umgeben. Und das finde ich halt richtig geil. Und ja, Sound war ganz cool. Zwischendrin war es halt ein bisschen unbalanced, ne? Manchmal waren halt Game-Sounds laut, insbesondere der Chemo-Werfer mit dem Ion, aber auch wieder Kleinigkeit. Nun denn, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das Original ja nicht gespielt, dementsprechend weiß ich nicht, inwieweit das mit dem Remaster jetzt ist, ne? Wie weit da Unterschiede sind oder sowas. Ich würde auch das Remaster empfehlen. Ich glaube, du kriegst auch beide, wenn du Bioshock 1 einfach auf Steam kaufst. Es kostet, meine ich, 20 Euro. Wenn euch das ein bisschen zu teuer ist, könnt ihr auf einem Sale warten. Da ist Bioshock eigentlich immer dabei. Und ich würde ganz, ganz gerne auch nochmal Bioshock 2 spielen wollen. Und dann auch Infinite. Da habe ich gehört von, dass die Spiele einfach konstant besser sind als Bioshock 1. Was ja auch immer das ist, was man sich aus einem Sequel wünscht. Und die Story auch sehr interessant weiterarbeitet. Nun gut. Ich lieb's ja bei solch großen AAA-Spielen, da kann man über die Credits hinweg drüber reden und man hat einfach Zeit ohne Ende. Bei all den Indie-Spielen, die ich ja sonst immer bringe, ist das nicht so. Gut, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass wenn wir weniger als 3 Stunden Streamzeit haben, würde ich nochmal Transistor spielen, aber ja, jetzt ein bisschen spät, ich bin schon über meiner Streamzeit, ich bin schon über meiner Bettzeit! Und ja, Bully, mit dem Unterwasserstadt war halt ne, das Setting, Theme, alles großartig. Und es hat auch alles funktioniert. Und es war einfach ein Spiel, wo man merkt, das war komplett durchdacht. Es war ein Spiel, wo man sich was bei gedacht hat, wo man sich hingesetzt hat. Das war fertig. Ne? Es wurde zu Ende entwickelt. Es gibt ja auch keine DLCs dazu, habe ich nochmal nachgeschaut. Es war fertig, hat eine abgeschlossene Geschichte erzählt und es gibt unterschiedliche Enden. Na, wenn ihr das andere Ende sehen wollt, schaut, kauft es euch und spielt es selber. So, da sind wir jetzt hier im Hauptmenü. Museum, können wir mal reingehen. Schauen. Was denn hier sonst noch so ist. So jetzt ein bisschen noch rumchillen. Willkommen im Museum der verwaisten Konzepte. Eine Ausstellung über Ideen, die Irrational Games während der Entstehung von Bioshock fallen ließ oder stark abänderte. Achso, danke. Achso, Wo sind die anderen Texte?
So, dann haben wir hier nochmal unterschiedliche Big Daddies, glaube ich, sind das. Das finde ich halt jetzt auch richtig cool. Die quasi mit Bazookas auf einen schießen. Hier nochmal welcher, der mit Fäusten kämpft. Das ist richtig cool. Ja. Ganz neue Gegnerarten. Nett. Concept Art auch. So. Und einfach nur, um euch ein bisschen zu ärgern. Schaut euch das mal an. Fische und sowas. Ganz hübsch. Halt richtig hübsch. Exponat hängende Meerestiere. Diese Meeresbewohner sind weniger eine gescheite Idee als vielmehr ein Easter Egg für aufmerksame Museumsbesucher. Sie schwimmen durchs Blickfeld, während der Spieler in der Eröffnungssequenz von Bioshock mit der Tauchkugel nach Rapture fährt. Jo. Kriege ich hierzu. Ah, früher Bouncer. Dieses ursprüngliche Modell für einen Big Daddy vom Typ Bouncer trug an jedem Arm einen abgeflachten Bohrer. Man stellte sich die Big Daddies als Bauarbeiter Raptures vor, mit Waffen aus umgebauten Baumaschinen. Als aus den Gatherers dann die Little Sister wurden, wurde eine der Bohrer durch eine an Shooter-Hand ersetzt, damit die beiden Charaktere interagieren konnten. Ah. Slowpro-Foom. Irrationals interner Name für diesen Big Daddy-Prototyp, der den Spieler mit einem riesigen Haken traktierte und Metallkugeln verschoss. Stand für Slow Project Hell Fucked Up Meal O. Also langsame Projektile, abgefuckter Nahkampf. Zur voll funktionsfähigen KI hochentwickelt wurde er schließlich gestrichen, um sich auf die Perfektionierung anderer Big Daddy-Typen zu konzentrieren. Später tauchte er als Rumbler in Bioshock 2 auf, wo er kleine Geschütze abwarf, statt Metallkugeln zu verschießen. Gut, gibt's hier also auch anscheinend Spoiler für Bioshock 2. Dann würde ich mich ja auch ein bisschen fernhalten. Ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind für Stream Projekt. Ich gehe davon aus, dass ich nächsten Freitag wieder streame. Da muss ich mal schauen, was es gibt, ob jetzt ein neues Spiel oder aber ob ich den Rekursionsmodus von Transistor wieder weitermache. Ne? Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier alles beenden. Und ja. Gut, dann mache ich mal so. Boop. Ich speichere einfach mal. Und ja, kauft euch das Spiel. Ne, wenn ihr die anderen Enden sehen wollt, ihr habt ja. Also ich habe. Ich weiß, dass wenn man eine Little Sister ausbeutet, dann gibt es ein etwas anderes Ende, als würde man alle ausbeuten oder mehr als eine ausbeuten. So. Aber. Oder ihr könnt auch einfach danach googeln, weiß ich nicht. Kauft's euch. Kauft euch das Spiel. Ist wirklich gut. Nun gut. Ich weiß nie, wie ich den Stream beenden soll. Gute Nacht an euch alle. Passt auf euch auf und benutzt. Wie heißt es? Seatbelts. Wie heißt es? Gurte. Ja. Tschö.